Warte, F. Hä? Jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt geht's wieder los. Warte, F. Ich bin wirklich der schlechteste Bladeball-Spieler aller Zeiten. Moin moin Leute und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Apps und Games. Ich habe gerade ein neues Spiel entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon kennt. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich recht hoch, denn es ist mir aufgefallen, weil es zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, 146.000 aktive Spieler hatte. Und der Daumen hoch, also die gefällt mir Rate, ist bei 96%. Das erregt natürlich meine Aufmerksamkeit und jetzt will ich es mir mal angucken. Und es handelt sich dabei um das Spiel Bladeball oder auch auf Deutsch Klingenball. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, was da passiert, aber wenn so viele Leute das spielen, muss ja irgendwas dran sein und das will ich mir einmal selber anschauen. Oh nein, wo ist denn meine Hose? Naja, dann habe ich halt keine. Manchmal passiert das irgendwie. Ich habe hier noch keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Also ich drücke F, es passiert nichts. Ich drücke auch hier direkt drauf, es passiert immer noch nichts. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, Leute schießen mit Bällen auf mich und ich muss die zerstören? Meine Fähigkeit ist cool, okay. Und ich muss die abblocken oder so. Da unten kann man sich das ja mal ein bisschen angucken, was da passiert. Scheint doch ziemlich schnell alles zu gehen. Jetzt kann ich blockieren, okay. Ah, und der Block verschwindet. Und cool ist meine Fähigkeit, aber ich habe ja gar keine Fähigkeit. Aber ich kann nur blockieren, aber was mache ich denn dann mit dem Schwert? Wozu habe ich das? Ist das ein Katana? Ja, ne? Wozu habe ich ein Katana? Naja. Hat irgendwie auch ein bisschen was von Völkerball. Mit Bällen auf andere Leute werfen. Aber hier muss man abblocken, statt sie zu fangen. Mögt ihr Völkerball? Der Ball sperrt sich. Du musst blockieren. Ja, habe ich ja verstanden. Ah, ich sollte nicht über Völkerball nachdenken. Das macht mich eh nur ein bisschen kirre. Okay, das lief schon mal überhaupt nicht gut. Also, Völkerball, merken wir uns, ist schlecht. Was ist Völkerball? Man wird einfach mit Bällen abgeworfen. Und muss sie irgendwie fangen oder ausweichen? Naja, dann warten wir mal kurz, bis die nächste Runde anfängt. Ich meine, es heißt Bladeball. Es ist eigentlich Ball, der Ball, mit dem man getroffen wird. Blade ist mein Katana. Damit muss ich doch eigentlich irgendwas machen können. Ja, die anderen werden das ja auch so ab. Ist das das, was ich bei Blocken mache? Wenn der Ball auf mich zukommt? Okay, wenn der rot ist, dann drücke ich F, muss ich mir merken. Oh, warte, da kommt er. Und F. Ah, ich blockiere. Ach so. Hey, der hat ihn direkt wieder auf mich zurückgeschossen. Aber ich verstehe. Ich blockiere mit dem Katana. Jetzt verstehe ich. Das Schild hier hat mich irritiert. Also wer, glaube ich, viel Spaß an diesem Spiel hätte, wäre Zorro aus One Piece. Und der würde auch locker gewinnen. Ich glaube, es kommt immer ein neuer Ball, wenn jemand getroffen wird. Okay, warte jetzt. Haha, ich habe dich getroffen. Nein, ich habe den Ball abgeblockt. So. Oh, warte, er kommt wieder auf mich zu. Oh, oh Mann, ich habe doch gedrückt. Ups. Oh nein, wo ist der Ball hin? Also so ganz habe ich jetzt noch nicht verstanden, was meine Fähigkeit bewirkt hat. Warte, F. Hä? Was war das für eine krasse Explosion? Och man, ich habe doch F gedrückt. Oh, ich bin echt schlecht in dem Spiel. Also ich sehe den Reiz daran, wenn ich ein bisschen besser wäre und nicht so ein Noob wie gerade, macht das bestimmt auch noch mehr Spaß. Jetzt gerade muss ich halt hauptsächlich hier einfach warten. Okay, es geht weiter. Eine Sekunde noch. Dann beginnt das hier. Diese Map ist aber cool. Die gefällt mir auf jeden Fall. Wow. Okay. Ich versuche mich ein bisschen stärker am Rand aufzuhalten, damit ich gut sehe, wenn der Ball auftaucht. Ich versuche jetzt nochmal. Ah, jetzt gerade habe ich gesehen, wie ich gedasht bin. Also irgendwie so ganz klappt das nicht. Immer, aber. Ah, okay. So kann ich ausweichen. Statt zu blocken, kann ich also auch einfach ausweichen als Fähigkeit. Gut, dann habe ich das jetzt auch hinbekommen. Und F. Haha, ich habe dich getroffen. Oh, ich habe meine ersten Münzen, weil ich jemanden erwischt habe. Und nochmal. Haha, sogar rückwärts habe ich es geschafft. Guck mal, ich bin schon... Bin ich unter den letzten drei hier eigentlich? Nee, da sind noch ein paar mehr. Ach nee, die sind definitiv noch mehr. Ich habe nur noch drei gesehen. Aber trotzdem nicht schlecht. Jetzt geht's richtig zur Sache. Und ich wurde erwischt. Aber ich habe zum ersten Mal Münzen bekommen. Yay!
Okay, Leute, ich habe ein bisschen weiter gespielt. Ich habe weitere Münzen inzwischen gesammelt. Die nächste Fähigkeit für den Supersprung brauche ich 300 Münzen. Ich habe jetzt 241, also ein bisschen fehlt noch. Muss ich gleich nochmal schauen, ob ich im nächsten Spiel vielleicht nochmal ein bisschen gewinnen kann. Aber ich habe noch ein bisschen weiter geschaut, was es hier sonst noch so gibt. Ich habe rausgefunden, es gibt auch ganz tolle Emotes auf Air. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Fortnite. Ein lustiger Tanz. Allerdings sieht das hier einfach super weird aus, wie meine Arme da komplett nicht mehr im Körper sind und auch meine Beine nicht. Ich hatte vorhin schon eine One Piece Referenz mit Zorro wegen dem Katana. Das hier ist definitiv eher Buggy der Clown, der seine Körperteile vom Körper trennen kann. Der würde auch wahrscheinlich so komisch herumtanzen, statt vernünftig mit dem Schwert zu kämpfen. Ja, und jetzt warte ich darauf, dass die nächsten beiden hier mal fertig sind, damit ich wieder eine Runde mitspielen kann. Jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt geht's wieder los. Warte, F, ah, toll, ich habe direkt die falsche Taste gedrückt. Es gibt hier auch noch so Nebenquests, sozusagen. Gewinne 3 Solo-Matches, ich habe noch keins gewonnen. Gewinne 5 Solo-Matches, auch nicht. Und parieren Sie den Ball 180 Mal, das habe ich immerhin schon 6 Mal geschafft. Ja. Das ist halt schon ausgestattet, ich weiß aber nicht, wie ich an die anderen rankomme. Und genauso bei den Schwertern, da steht einfach nur, was es für Schwerter sind, aber nicht, wie ich da rankomme. Also, vielleicht kriege ich das durch die Quests, vielleicht auch nicht. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst es mich wissen. Und generell, falls ihr noch weitere Tipps habt, ich glaube, ich brauche welche, aber ich muss vor allem an meinen Fähigkeiten noch üben, um hier wirklich mal wirklich besser zu werden. Oh, jetzt kommt er. Und weg. Hä? Was? Irgendwie der Ball mal auf mich zukommt oder so. Warte. Ha! Geschafft! Irgendwie, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin eigentlich kein grundsätzlich schlechter Gamer. Aber irgendwie dieses Spiel, ich krieg's einfach nicht hin. Oh, warte, da kommt der auf mich zu. Und F. Haha! Und da kommt er wieder und F. Nein! Ich war schon wieder zu spät! Och, okay. Jetzt und F. Ha! Zweimal hintereinander! Ich hab ich doch nie vorher geschafft. Und er kommt wieder und F. Ja! Nochmal! Oh, er kommt wieder und F. Haha! Und dabei soll ich eigentlich auch noch rumlaufen? Wie soll das denn gehen? Ups. Ich kann doch nicht alles gleichzeitig. Ihr könnt auch einfach versuchen, hier drauf zu klicken stattdessen. Statt F zu drücken, mache ich das. So, und das hat nicht funktioniert. Aber nur fürs Blocken kriege ich auch keine Münzen. Ich schaffe das nie, die nächste Fähigkeit freizuschalten. Okay, jetzt sind wir in einer nächtlichen Wüstenwelt und ich drücke F. Und ich habe es geschafft, zu blocken. Okay, er kommt wieder, er kommt. Und F. Haha. Haha. Willkommen. Oh, er kommt wieder und ich habe ihn abgewehrt. Und das ging super schnell. Und nochmal. Und nochmal. Wow. Okay, er wird immer schneller. Aber ich schaffe das. Ich schaffe es. Nein. Ich dachte, jetzt hätte ich es raus. Ach, Leute. Ich bin wirklich der schlechteste Bladeball-Spieler aller Zeiten. Ich glaube, niemand ist so schlecht wie ich. Vor allem nach so vielen Runden, die ich schon gespielt habe. Einfach immer noch so schlecht sein. Ich werde jedes Mal ein bisschen besser. Also ich schaffe es wenigstens öfter inzwischen abzublocken. Das gerade war meine beste Runde bisher. Aber alle anderen sind einfach noch so viel besser als ich. Und es ist offensichtlich, dass ich einfach immer noch nicht gut bin. Aber das wird eine Underdog-Story. Ich gebe nicht auf. Ich werde vielleicht nicht heute der beste Spieler sein und vielleicht auch nicht morgen oder übermorgen, aber ja, eines Tages werde ich dieses Spiel drauf haben und wenigstens mal eine Runde gewinnen. Ich würde sagen, ich spiele gleich auf jeden Fall ein letztes Mal noch und versuche hier durchzukommen, dass ich vielleicht einmal bis zum Ende überbleibe oder so. Allein im Standoff zu sein wäre ja schon cool, so wie die beiden jetzt. Das Setting ist auch perfekt dafür, dieser Sonnenuntergang. Und oh, nicht mit mir. Nein, nochmal. Meine Reaktion ist so schlecht. Also Leute, das war's für heute. Ich gebe nicht auf, aber für heute kann ich einfach nicht mehr weitermachen. Ich bin schon zu lange in diesem Spiel drin und ich will auch noch was anderes machen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt, dass ich das nochmal weiter versuche und vielleicht wirklich irgendwann der allerbeste Bladeball-Spieler der Welt werde, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert eure Meinung dazu. Kennt ihr das Spiel auch schon und wie gut seid ihr darin? Und ansonsten, wie immer, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios.